klassischen Griechenland, meine Damen und Herren, der Geburtsstätte unserer westlichen Form des Theaters, wurde in einem Dichterwettkampf über den Wert eines Stückes entschieden. Und im Publikum wurden verschiedene Dramen, Tragödien und Komödien vorgespielt. Dann entschied ein Kampfgericht darüber, welches das beste, das zweitbeste und das drittbeste Stück war. Die Auswahl dieser Jury unterlag einem höchst komplizierten Verfahren. Naturgemäß war die Zusammensetzung umstritten. Es pflegt immer der Fall zu sein, wenn es um hoch begehrte Preise geht, und war um 500 vor Christus nicht anders als heute. Gut 2000 Jahre nach dieser Zeit, um 1570, steht das Unternehmen Theater wieder im Zentrum eines Wettstreits. Die Szene spielt diesmal in London, der Hauptstadt von Elizabeth I. und James I. Und die Kampfrichter sind jetzt keine Feingeister, sondern das zahlende Publikum. 1576 eröffnet James Burbage The Theater. In kurzen zeitlichen Abständen werden mehr als ein halbes Dutzend öffentlicher Bühnen errichtet. Zusammen bieten sie etwa 15.000 Besuchern Platz. Das London hat damals so um die 200.000 Einwohner. Man kann sich ziemlich leicht ausrechnen, wie viele Londoner Abend für Abend ins Theater müssen, damit sich diese Veranstaltungen auch rechnen. Die hohen Gebäude aus Holz erheben sich dort, wo die Stadt bereits ein wenig ausfranst. Erreichbar über nicht sonderlich befestigte Straßen, umgeben von Kaschemmen, Hunderennbahnen und Bordellen. Es gab verschiedene Platzkategorien in diesen neuen Theatern, deren Aufbau allein schon für ein Höchstmaß an Dichte und Lebendigkeit und, lassen Sie mich das hinzufügen, auch in Ablenkung für Ohren und Nasen sorgten. Die Bühne war kein Guckkasten, sondern ein Rund, eine Arena wie im Kolosseum und wurde von zwei- oder dreigeschossigen Galerien umschlossen. Gespielt wurde somit in der Mitte des Publikums. Die Zuschauer standen oder hockten auf den Galerien, Stühle gab es keine. Durch diese Nähe der Bühne zum Publikum ergab sich ein einzigartiger Kontakt zwischen Zuschauern und Schauspielern. Schauspielern, die in das Halbgrund hinein agierten. Dieses so sinnliche deutsche Wort Tuchfühlung beschreibt die fehlende Distanz recht plastisch. Ihre Auftritte hatten die Darsteller durch Ein- und Ausgänge an der Bühnenrückwand. Begleitet wurde das Geschehen von Musikanten, die auf einer Galerie über der Bühne saßen. Diese Galerie diente natürlich auch für Balkonszenen der romantischen Art. Und an Balkonszenen der romantischen Art mangelt es nicht im elisabethanischen Theater. Sie erinnern sich alle, meine Damen und Herren, zumindest an eine berühmte Szene auf dem Balkon. Theater also als Massenspektakel. Das war ein Novum. Gut, man kannte Mysterienspiele und auch die Jesuiten veranstalteten durchwegs populäre Theaterabende. Es gab die Commedia dell'arte. Doch hier in London war etwas völlig Neues entstanden. Etwas, das in seiner Wirkung auf den allgemeinen Geschmack erst wieder erreicht wurde, als 400 Jahre später, 400 Jahre nach 1570, neue Stoffe und neue Bilder, danach vertonte Bilder aus Hollywood, ihren weltweiten Siegeszug antraten. Apropos Stücke. Die respektabelsten waren seit jeher für den Hof bestimmt. Die noch respektableren wurden gar nicht erst aufgeführt. Man las sie so in der Abgeschiedenheit der privaten Gemächer. In gedruckter Form waren sie von den Theaterautoren auch nicht sonderlich geschätzt. Die Gefahr der Raubkopie bestand schon damals. Und man musste sich ja durchsetzen auf diesem Markt, diesem Moloch. Der erforderte, dass sich zu jeder Vorstellung mindestens 1500 zahlende Zuschauer einfanden. Die Eintrittspreise lagen nämlich fast lächerlich niedrig. Und so eine Schauspiel- und Musikantentruppe wollte auch unterhalten werden. Der Konkurrenz war auch die Strategie des Abwerbens sehr, sehr vertraut. Zu schweigen vom Preis für die Kostüme, den Kerzen und all den anderen vermeintlichen Kleinigkeiten, die für den Erfolg einer Vorführung
unerlässlich waren. Viele Schauspieltruppen scheiterten an dieser Herausforderung. Nur ein Prinzipal setzte sich mit einem so beispielhaften Erfolg durch, dass er sich gegen Ende seiner Karriere eines der prächtigsten Häuser seiner Geburtsstadt kaufen konnte, um sich dort weniger aufreibenden literarischen Tätigkeiten zu widmen. Dieser Geburtsort war das kleine Städtchen Stratford-upon-Avon in der Grafschaft Warwickshire. Und der glückliche Prinzipal, Schauspieler, Dichter, Dramaturg war William Shakespeare. Oder die Person, von der wir annehmen, dass sie William Shakespeare war. Oder die Person, von der wir zumindest annehmen, dass ein Teil von ihr Shakespeare war. Es lagern nämlich viele Geheimnisse um den Schöpfer einiger der uns am stärksten anrührenden, bewegenden Dramen in der Geschichte der Weltliteratur. Und nicht nur Dramen, auch das epische Werk, die Sonette, machten ihren Schöpfer unsterblich. Wir wollen in dieser Sendung, meine sehr verehrten Zuschauer, nicht näher auf den Streit eingehen, der sich an der historischen Figur Shakespeare entzündet hat. Für Spurensucher, die nach gesicherten Belegen fahnden, ist die Lage tatsächlich etwas dürftig. Hier eine Taufurkunde, dort ein paar Quittungen über Immobiliengeschäfte, Theaterzettel, in denen er als Schauspieler genannt wird. Dramatiker wurden damals nicht erwähnt. Auch ein Testament liegt vor, das von Kindern berichtet. Doch für einen strengen Archivar, einen klassischen, die Wahrheit in den Fakten suchenden Biografen, ist das alles eher Krimskrams. Wie kann es denn angehen? Fragen die Zweifler, wie soll es sich zugetragen haben, dass der Sohn eines Handschuhfabrikanten aus der Provinz, gut, der Junge mag ja Latein gelernt haben, doch wie mag es sein, dass einem bildungstechnisch betrachteten Nobody Stücke in die Feder fließen, die den Kosmos der Antike nur so herbeizuwinken scheinen? Der sich auf das Leben der Könige und ihre Ränkespiele, auf das Milieu des Hofes so gut versteht, als sei er dort aufgewachsen. Der vielleicht glaubt, Böhmen liege am Meer, doch der sich in den Mythen der Griechen so gut auskennt wie unter den Senatoren und Günstlingen am Hofe des Julius Caesar. Und. Recht besehen gibt es so viele Facetten des Shakespeare'schen Schaffens, dass ein einziger Mensch dafür viel zu klein erscheint. So forderte dann auch sein Kollege Ben Jonson, die Leser der ersten Gesamtausgabe der Werke, die etwa 7 Jahre nach Shakespeares Tod erschien, und ein umstrittenes Porträt des Dichters enthielten, forderte also dieser Ben Jonson den Leser auf: Schaut nicht auf das Bild, schau in das Buch. Anders gesagt, versucht nicht, das Werk aus dem Leben seines Schöpfers zu begreifen, sondern umgekehrt. Nur aus dem Werk erschließt sich euch die Biografie, das wahre Antlitz dieses Magiers. Daran wollen auch wir uns halten und werfen daher in der heutigen Sendung einen Blick auf die Komödien. Auch diese Komödien waren in einem ganz besonderen Sinne Kinder, na gut, Glückskinder, doch vorsichtige Glückskinder ihrer Zeit mussten es sein, weil die allgegenwärtige Zensur jener Epoche gern und häufig Verrat witterte, Kritik, üble Nachrede, heimliche Parteilichkeit. Und nicht nur witterte, sondern auch schnell zu ahnden wusste. Die politischen Zustände zeigten Zeichen eines versteckten Bürgerkriegs. Da wucherten und blühten die Schlingpflanzen der Denunziation. Und im Kerker, im Verlies oder am Galgen landete der zu Recht oder zu Unrecht Beschuldigte leicht. Shakespeare entzieht sich in seinen Komödien allen politischen Fallstricken, indem er die Stücke in Welten jenseits aller erkennbaren Realität ansiedelt oder in einem Reich, in dem nur die Wirren der Liebe und ihre oft verstörenden Ausdrucksformen von Bedeutung sind. Das Stück der widerspenstigen Zähmung ist dafür ein oft herangezogenes Beispiel. Es geht um eine Beziehungskrise, ausgelöst durch eine Gattin, die sich mit der traditionellen Rollenverteilung in der Ehe, hier das dominante Männchen, dort das rollige, bewundernde Weibchen, das daher eben gezähmt werden muss, nicht abfinden will. Auf eine vordergründige Weise gelingt dem Herrn Gatten auch die Zähmung, doch es bleibt offen, ob nicht die Frau der wahre Gewinner ist.
Das ist aus dem prallen Leben gegriffen, doch politisch anstößig ist es nicht. Hier dürfen sich auch die Zensoren auf die Schenkel klopfen. Eine oberflächliche Kartierung nennt derlei Stücke Verwechslungskomödien, so als ginge es um blinde Kuhspiele. Das ist uns vielleicht nicht genug. Denn verstehen wir damit die Größe des Komödianten, jenes Mannes, den wir William Shakespeare nennen? Nicht im geringsten. So wenig, wie es uns hilft, einen Apfel zu begreifen, wenn wir wissen, dass die Frucht überwiegend aus Wasser besteht. Der Zauber liegt nämlich nur zu einem geringen Teil in der Konstruktion. Er liegt ganz machtvoll, aber in einer das Herz betörenden Wortmagie. Shakespeare hatte die Gabe, Ausdrücke, Bilder, Vergleiche direkt aus dem Himmel in das Herz seiner Zuhörer leiten zu können. Und er hatte eben auch das wahre, das poetische Gefühl für die lebenswichtige Bedeutung des Unsinns. Sinn versorgt unser Leben mit der trügerischen Sicherheit des Planbaren, der Berechenbarkeit, der Alltäglichkeit. Unsinn aber ist, was das Leben erträglich macht. Wie in der für mich schönsten Komödie des Dichters A Midsummer Night's Dream, ein Sommernachtstraum. Niemand, ich bedauere darauf, kein Zuschauer, nicht einmal der tollkühnste Interpret kann verstehen, welche Logik jenes Stück zusammenhält, das in einer mysteriös-mythisch angehauchten Welt in Athen beginnt, in der verschiedene Personen vom Stande, ausgelöst von der verwirrenden Vielfalt ihrer Liebesbeziehungen und Heiratsstrategien, ihre Stadt verlassen und sich in einem Wald wiederfinden. Einem Wald, in dem eine wunderliche Truppe von freiwillig unfreiwilligen Laienschauspielern ein Stück proben. Ein Wald, zu dem der das Reich eines Paars von Elfenkönigen ist, von Oberon und Titania, die ihren eigenen Ehekonflikt austragen, angefeuert von einem Kobold namens Pöck, der über einen flüssigen Liebeszauber verfügt, der aber im vermeintlich richtigen Moment der falschen Person als Tinktur eingeträufelt wird und der somit Figuren, die ansonsten nichts verbindet, dazu bringt, dass glücklicherweise am Ende der Komödie, naja, eben das passiert, was am Ende von Komödien passiert. Nein, meine Damen und Herren, das, um es im falschen Neuenglisch-Deutsch zu sagen, das alles macht keinen Sinn. Und naturgemäß liegt genau darin das Geheimnis des Zaubers. Wir, die Zuschauer, wohnen einem Geschehen bei, das uns nichts und alles sagt. Wenn der Vorhang fällt, ist die dümmste Frage die Frage nach dem Warum. Denn wir wissen tatsächlich nicht, warum wir verzaubert wurden, warum unser Herz für diesen armen Tropf, für diese edle Dame schlug. Alles, was uns bleibt, ist nur die Erinnerung. Die Erinnerung, 5 Akte lang einem zauberhaften Rausch der Sinne erlegen zu sein. Müssen wir danach wirklich noch wissen, ob dieser Shakespeare tatsächlich der Sohn eines unter wohl unglücklichen Umständen im Bankrott geratenen Handschuhfabrikanten war? Eher nicht, wenn Sie mich fragen. Zauber lebt von Rätseln. Und das Publikum, das Preisgericht, das jubelt noch heute.